eure Videos. Hallöchen, liebe Leute, ich habe mir einen frischen Kaffee geholt. Ich hoffe, ihr habt auch was da. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hier bei diesem Rennen, Verfolgungsjagd, was ist denn das? Was hier so los ist, aber nee, ich kann es euch schon mal verraten. Es ist einfach nur ein schwarzer Mercedes, der unbedingt auf dieser übervollen Autobahn an allen vorbei will. Aber Sebastian hat uns mitgeteilt, dass hier 120 ist und dass er schon 140 fährt. Und naja, und dann kommt es halt zu sowas. Guckt es euch an. So, und jetzt kommt der ganz tolle Hecht. Schön rechts dran vorbei und den einen Typen noch schneiden. Also absolut dämlich. Oh, hier steht ein Schild. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist aufgehoben. Und naja, es ist aber voll. Wo will er denn hin? Aber jetzt kommt's. Scheibe runter und du. Guckt auf das Auto, was da hinten kommt. Der schneidet volles Pfund die Kurve. Ja, da kann man sich ruhig mal umgucken und man kann sich auch fragen, war es Absicht? Hä? Na, René, hast du es ein bisschen provoziert, indem du Gas gegeben hast? Du Schlingel. Ja. Hast du es gerade zugegeben? Wohl halt nicht, du Schlingel. Guckst durch die Gegend, ahnst nichts Böses und plötzlich wird's scharf. Meine Wortspiele sind klasse, oder? Was zur Hölle ist denn hier los? Oh, guck doch mal, wie süß. Und die kötteln alles voll. Ich kenne das genau. Jo, geil. Und wer sich fragt, warum ich sowas reinnehme, in den Einsenderegeln steht halt drin auch interessantes Material. Ich find's interessant und es hat eine Dashcam aufgezeichnet, also ist doch alles schick. Und letzten Endes bestimme ich ja, was hier rein soll und ich find's cool, ich will das sehen. Oh, guck doch mal die kleinen Minischäfchen. Was für einer? Sich so ein großes Auto kaufen und dann rechts nicht abschätzen können, wo das Auto aufhört, damit man anständig Platz machen kann. Gefährlich. Trotzdem muss ich auch ganz klar sagen, wenn es nicht passt, ne, dann musst du dahinter bleiben. Ist so. Der Leon hier, der wollte auch mal so ein bisschen um die Kurve driften und hat das ESP ausgemacht zum Testen mal. Naja, vielleicht probiert man sowas woanders aus, ne? Da hast du nochmal Schwein gehabt und die parkenden Autos auch, dass du gerade da nun nicht reingeschleudert bist. Aber ich verstehe schon, es macht Spaß, ne? Was los da mit dem blauen Bulli, Sprinter, Kastenwagen halt? Auto kaputt? Abgebockt? Nochmal abgebockt? Nochmal abgebockt oder was? Aber trotzdem, wenn dann irgendwann schon rot ist, ne? Vielleicht erst nochmal nach links und rechts gucken, oder? Warnblinker hat er ja an, immerhin. Miau. Dieses Video wurde mir eigentlich wegen diesem Kamerawagen da geschickt, aber ich finde viel interessanter, dass die alle bei Rot noch drüber fahren, wa? Schon wieder Kurven schneiden, das ist aber auch sowas von eine hässliche Unart, Leute, lass das sein! Ich sag mal nix. Guckt mal selber, bis ihr merkt, hier ist was faul. Jetzt habt ihr sicher gemerkt, ne? Links eingeordnet hat er sich. Oh Gott, Leute. Aber Lukas lässt ihn vor, damit das hier mal weitergeht. Dankeschön.
Genau, versuch's nochmal, aber dann besser. Der wahnsinnige Überholer hier, der schießt sich den Weg mit Lichthupe frei. Da hinten biegt ein Motorroller ab. Und der hat eben noch Luca B. und seinen Kumpel geärgert. Ich weiß zwar nicht mehr, was es war, aber irgendwas war da. Jetzt fällt er auf den Bart und die beiden fahren aber trotzdem hin und helfen ihm. Aber er hat nur Schramm abgekriegt. Alles gut. Ihr guckt ja alle nur auf diesen Geisterfahrer Audi, aber ich gucke auch nach links zu dem roten LKW. Wie knapp ist das da bitte in dem Gebäude? Hui! Also, der hat doch einen Arsch offen. Nicht rückwärts fahren. Also, echt. Der Spruch, nicht mehr alle Latten am Zaun haben, passt hier an und für sich auch irgendwie ganz gut. Einfädelungsstreifen heißen die Dinger ja angeblich. Beschleunigungsstreifen war eigentlich der bessere Name. Leute, Gas geben. Eine Flugverbotszone um das Hambacher Schloss eingerichtet. Flugzeuge, Hubschrauber oder auch Drohnen dürfen dann nicht mehr darüber fliegen. Mein Gott, fahr doch! Christoph Eck, SWR Stuttgart, Ludwigshafen. Die Mainzer Staatsanwaltschaft. Mein Gott, ey! Was auch immer die Katze da beobachtet, sie lässt sich nicht stören. Ich zeige euch den Clip mal so, wie er reinkam. Fährt einfach über Rot, juckt ihn nicht. Was ist denn das für eine selbstgemachte Regel? Wahrscheinlich hat er sich die Regel aus Amerika abgeguckt, denn in Amerika darfst du an einer roten Ampel rechts abbiegen, es sei denn, es ist ausdrücklich mit einem Schild verboten. Und wenn ihr glaubt, die Miets von eben, die wäre dickfällig, ne? Da zeigt uns Michi aber eine noch dickfälligere Miets. Und kaum dreht Michi ihr den Rücken zu, dreht sie sich wieder um und... Empfindliche Menschen machen jetzt mal bis zu dem Geklörtere die Augen zu. Scheiße! Ihr könnt die Augen wieder aufmachen, es ist hier gar nichts passiert. Ach hier, ich weiß sofort, was passiert. Wer es nicht kennt, der lernt es hier mal. Platz machen ist hier angesagt. In vielen Jahren wurde schon vorweggenommen, in den Jahren davor. Und dann war es doch eigentlich nur logisch, dass es jetzt so ein Jahrzehnt gab, wo eben die Aktien mal ein bisschen seitwärts gelaufen sind. Und hat aber nichts damit zu tun, eben, ja, ob die Aktien aktuell günstig oder teuer sind. Ja. Rechts ran, ruft er. Extrem dumm gewesen, wenn wir irgendwo eine Gefahr gesehen haben, also beim Jagen auf einmal rennt uns ein. Guck mal, hier steht ein Briefkasten. Brief reinwerfen ist sofort zum Aussteigen. Hätte ich einfach stehen bleiben sollen. Kurz das Standbild zur Orientierung und jetzt auf den LKW achten.
Ach, wieder einer, der Aale im Auspuff räuchert. Schön. Ich danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, lasst einfach alles da, was ihr nicht mehr braucht. Bis denn. Tschüss. Moment, nur Sperrmüll. Sperrmüll abladen verboten. Danke.